voll geiles Zeug. Ohne Scheiß. Jetzt du das aufnimmst, hab ich dir recht. Das ist brutal. Wir hast nicht schon eine Stunde, oder? Du hast Aufgabe. Naja, du für dich wärst du Zeug. Wir haben ja heute zufällig im Hofbräus Traumstor und der Hirs macht ja normalerweise immer der Braumeister verzapft Videos. So, und jetzt hat mich der Hirs die ganze Zeit zusammengeschissen, dass wir das Bier verkehrt genießen bzw. verkosten. Dann sage ich ja, sag ich, dann verzapfe ich nicht so viel, sondern verzeih mal, wenn man das richtig macht. Dann sag mal her, wie es geht. Und jetzt sag mal her, wie das geht. So machen wir es. Riecht mal her. Ich muss jetzt noch einen Schmein. Und. Action! Servus, ja, quasi auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zur vierten Folge der Braumeister verzapft. Ihr habt es gesehen, diesmal prominente Gäste mit am Start, der Fonsi und der Arti. Grüß dich, ich habe die Ehre. Und gerade beim Arti ist ja so, er macht ja sehr viele Videos und mir ist wirklich echt aufgefallen, er hat ein bisschen Probleme, er trinkt viel Bier, aber er hat Probleme, dass er das wirklich sauber genießt. Und deswegen habe ich gesagt, da machen wir jetzt mal wirklich eine professionelle Bierverkostung miteinander. Herr Braumeister, es ist meine Ehre. Und dass man das einfach mal wirklich auch wissenschaftlich angeht und dass du in Zukunft da auch viel bewusster daran bist. Die ist aber schon bewusst, dass dir das, dass du mich jetzt da ein bisschen in der Ehre triffst. Nein. Also nein, dass nein. Ich genieße nicht richtig. Das ist schon. Ja, dann musst du uns jetzt einmal vorführen, wenn man richtig genießt. Genau, wenn man Bier genießt. Eine Bierverkostung. Nicht nur runterschütten. Unser Klassiker, ein helles Bier, ein helles Lagerbier haben wir jetzt da. Drei halbe, die machen wir jetzt auf. Da geht es eigentlich schon. Also Moment, Vorsicht beim Aischinger. Bierschau, ganz, ganz wichtig. Ihr wisst es ja, die Glashygiene und die Glassauberkeit ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig. Weil Bier wirklich eines der wenigen Getränke ist, das einzige alkoholische Getränk ist mit einem stabilen Schaum. Und ein schöner Schaum, das ist die Visitenkarte des Braumeisters. So heißt es aber. Also, okay. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen gehört also eine halbe einfach auch schön eingeschenkt. Da ist natürlich super, wenn wir uns einfach ein schönes Schäumchen drauf machen. Ein Schäumchen? Sagst du das? Wie schön, dass da krieg ich, da wird mir schlecht. Schau mal hin, das ist ein Milchshake. So muss das ausschauen. Aber das ist was, da wäre ich würfig. Weil das schmeckt nicht gut. Nein, das stimmt nicht. Also das ist keineswegs. Ich schenke das jetzt nur für dich. Schenke ich das jetzt bitte, auch so bitte. Ein, dass ich da so ein Ding hin drin habe. Schau mal hier, das ist ja. Ja, genau. Du kannst das doch eh. Der war nur nervös wieder. Aber sie bin ich. Du jetzt ein bisschen nervös. Schau mal her, da kriege ich eine Ganzheit. Es gehört so. Es ist wirklich so. Schau, da kannst du jetzt langsam nachschenken. Und was gibt es jetzt Schönes als eine stabile, schöne Schaumkrone? Eine Blume, wie wir sagen, das ist doch ein Traum. Ich hab's nicht so mit Blärme, die verwecken bei mir alle. Da nieder. Schau, da verweckt da gar nichts. Ja, schau hier, da. Ich schau mir die Blume an. Ja gut, in Bierzeit, Herr Braumeister, ist ja auch so, dass die eigentlich schon in Ohren sind, sei schenken, aber ja, ich hab gesagt, ich hab's nicht so mit Blärme. Was? Ja, weil es übergegangen ist, die Blässe. In Bierzeit ist natürlich was anderes. Immer schöner, schau hin, wie er bei mir schon ausschaut. Ja, der ist. Du hast natürlich jetzt da ein bisschen drauf geschleckt, aber ja. Da schaut er jetzt natürlich schon wunderbar aus. Ja, ich tue ja da auch keinen. Schau hin, jetzt sagst du mir, dass ich da habe ich eine. Schau mal das an. Schau mal das an. Ich habe zwei Personen in mir. Einmal einen Doktor, der sagt: Ati, du musst viel trinken. Und dann kommst du. Ja. Der Hirs. Und wer ist eine Waffe und so ist das da am Herrn? Ist der eigentlich sagt, die Antwort. Du musst das zelebrieren und genießen. Also, so, jetzt schau dir mal das an. Warte, ich bin ja noch nicht fertig. Wir sind ja noch nicht, schau. Aber jetzt die Farbe. Die Farbe gehört natürlich auch. Also, bei uns, unser helles, ja. Ein südostbayerisches helles, die sind wirklich besonders hell. Ja, wirklich ungewöhnlich hell. Mhm. In anderen Gegenden von Bayern hat man die hellen Biere etwas dunkler. Wie wird es dunkler oder heller? Das kannst du machen über das Malz und über dein Brauverfahren. Ah, okay. Und unser Brauverfahren zielt komplett auf das ab, dass wir wirklich sehr helle Biere da rausbringen. Und das wollen wir. Und das ergibt eben sehr, sehr schlanke und elegante Biere.
Das ist praktisch genau das Gegenteil von dir. Ja. Ja, elegant, elegant kriegen wir darüber reden. Schlank und elegant. Findest du mich nicht elegant? Elegant schon. Gell? Wobei, ich habe die letzte Mal gesehen, dass vom Auto aus. Ja, entschuldige. Ja, du bist da lang gesessen. Also, Prost. Jetzt fallen wir zusammen. Jetzt müssen wir, ja. Du musst ja, jetzt aber sagen, auf was wir aufpassen müssen. Genau, jetzt geht es eigentlich an den Geruch. Jetzt darfst du es oben noch nicht bringen. Jetzt geht es an den Geruch zuerst. Riechen. Riechen an unserem Bier wunderbar. Schau dir das ab, was da für frische, hefige Noten rauskommen. Das ist von unserer Hefe. Wir im Gärkeller. Wir im Gärkeller, genau. Frische Hopfnoten dazu. Also, Prost. Prost, aber ja, lasst uns einmal auf uns wirken, das Ganze. Prost. Zum Wohl. Was schmeckst du jetzt da? Bier. Nein, es schmeckt. Vielleicht habe ich es. Es schmeckt milder sogar. Mild? Sehr, sehr mild, weil wir es einfach als Sushi eingeschenkt haben. Ich habe ja das letzte Mal, hast du im Live-Video das gesehen, oder? Was? Wo ich das Bier so eingeschenkt habe. Ja, was du mich wieder kritisiert. Genau, hast. Was du geschimpft hast. Hey, aber das ist jetzt echt, vielleicht habe ich das deppert eingeschenkt, aber. Das ist echt sehr gut. Also ich sag's dir gleich, wenn ich mal stirb, gell? Das schmeckt wie ein Bierzelt. Das schmeckt super, das schmeckt echt gut. Wenn ich mal stirb, dann werft mir zwei Flaschen Bier von dem rein. Nein, ehrlich, ins Grab mit rein, eine voll, so noch ein Lass. Wenn sie mich in 1000 Jahren mal ausgekommen sagen, sie schon jeder von uns, eine hat er noch gepackt. Das ist so gut. Das ist mein Schwester, Herr Braumeister. Eine hat er noch mit. Das ist ein feines Getränk. Nein, ist wirklich gut. Das so, jetzt ist aber nein, das auch wie beim Wein, bei der Weinprobe. Da muss man es ja ausspeien. So ist es, ja. Muss man auch nicht, aber da wärst du dann du irgendwann zu betrunken. Beim Wein glänzt auch, wenn du wirklich im Mundraum wirken lässt auf dem. Das geht beim Bier nicht, weil du beim Bier die Qualität der Bittere feststellen musst. Das heißt, Bitter du schmeckt man auch mehr da. Hinten auf der Zunge, genau so ist es. Und die Qualität der Bittere, da. Die hast du hinten auf der Zunge und deswegen musst du Bier schlucken, sonst kannst du das nicht bewerten. Geht nicht. Also, auch nicht mit Gürteln. Genau. Also ganz ehrlich, das ist die Aussage des Jahrhunderts. Bier muss man schlucken, sonst kann man es nicht bewerten. Das genau. finde ich Wahnsinn. Ja, weil wenn mich nächstes Mal meine Frau fragt, wir haben wieder vier Maß geschluckt, dann sage ich, ich wollte es halt bewerten. Ich habe nicht gewusst, ob es schmeckt. Super. Und der Herr Braumeister hat gesagt, du musst. Herr Braumeister hat gesagt, Adi, wenn du wissen willst, ob es ein gutes Bier ist, dann schluck es. Führt kein Weg vorbei, du musst es runterschlicken. Ja. Das ist wirklich so. Einmal ist ein Braum. Also ich schlicke es jetzt runter. Lass es runter. Schluck's, da haben wir es bewerten können. Also wir haben jetzt gerade getestet und ich habe tatsächlich ein bisschen was dazugelernt in Form von Bier trinken und Kultur. Ich habe ja Kultur, tatsächlich habe ich Kultur vermittelt gekriegt, was ja selten vorkommt. Ich freue mich jetzt aber brutal, weil die lieben Traunsteiner haben ein neues Bierchen rausgebracht. Das habe ich bis heute noch nicht testen können. Ich wollte es auch nicht testen, jetzt teste ich es, weil es ist das eigentlich mein Lieblingsbier, das Zwickel. Aber alkoholfrei. Und es ist kein normales alkoholfreies, sondern was ganz was Neues. Was, ein naturtrübes Zwickelbier, alkoholfrei, kellerfrisch. Ne? Alkoholfrei, es freut sich, der Alkohol ist ihm frei. Ich wollte gerade sagen. Das probieren wir jetzt einmal, weil ich trinke tatsächlich sehr viel alkoholfreies Bier. Immer wenn ich spiele auf der Bühne, trinke ich eigentlich zu 75% immer alkoholfreies. Drum werde ich jetzt an Herrn Braumeister bitten, dass er uns vielleicht auch dieses Getränk näher zugute führt. Alkoholfreies Zwickel. Seit Anfang Juli haben wir das auf dem Markt. Das ist wirklich eine Eigenkreation. Wirklich was Innovatives mit alternativen Hefen.
super, super Erfrischungsgetränk, finde ich. Also es ist wirklich was, das jetzt auch gerade im Sommer so schön reinpasst. Ihr aber wisst jetzt ja, wie es geht. Okay, ihr wisst jetzt eigentlich, wie es geht. Hier beim Ding. Einfach da tue ich jetzt, da schau hin. Einfach viel Schaum produzieren. Schaumschläger. Warte. Nicht so schnell. Gell? Achso, Entschuldigung. Das ist der erste nicht so. Du darfst nicht so sagen. Jetzt kann es. Jetzt schau mal hin. Sieht man die Trübung auch schon? Ja. Dezente Trübung. Geht sehr aus. Das riecht gut. Was? Hopfig. Schön hopfig. Fruchtig. Ich meine, es ist ja wirklich schwierig, dass man ein alkoholfreies Bier mit einem alkoholhaltigen Bier vergleicht, aber das kommt schon. Es kommt schon in die Richtung, gell? Krass, das schmeckt ganz anders. Ha? Das regt auch ein bisschen zum Weitertrinken an. Das kennt man normal von alkoholfreien Bieren. Jetzt ohne Scheiß, ich trinke wirklich viel alkoholfreies. Vollmundig. Das schmeckt ganz anders. Das sagen wir jetzt auch nicht nur, weil wir einen Haufen Geckeln dafür. Nee. Nein, das ist, nein. Wirklich, das nein, ist sag, wirklich gut. Die 14 Millionen, die spielen ja gar keine Rollen. Die 500 weg. Das sag ich dir nicht. Ohne Scheiß, Leute, das ist echt gut. Ich finde das, du bist ein Depp. Nein, ernsthaft, ich finde es wirklich gut. Ich sag's auch, alkoholfreies Bier musst du kennen. Das andere ist gesüßelt, mein. Nein, das hast du vergessen. Genau, das wollte man, genau diese Würzearomen, das Gesüßelte, was ein alkoholfreies Bier normal hat. Das wollte man da nicht haben. Da wird es aber ein paar Brauereien geben, die wo so ein alkoholfreies hat, oder? Also jetzt einmal unabhängig davon, dass wir mir per Du sind. Herr Braumeister. Herr Braumeister. Also Prost. Also Herr Braumeister, bedanke mich. Wirklich. Wir haben viel Sachen gelernt, oder? Was hast du gelernt? Ja, ich schenke falsch ein, habe ich gelernt. Und Aber jetzt nicht mehr, in Zukunft nicht mehr. Nicht mehr, nein, natürlich. Um Gottes Willen. Ich hab dich lang dafür verurteilt. Das war, für mich war das pervers, was du gemacht hast. Das war für mich wie vor 20 Jahren Sadomaso. Was für ein Vergleich, jeder. Und jetzt weiß ich nicht. Jetzt wieder nicht. Weißt du, was ich gelernt hab? Dass man Bier erst bewerten kann, wenn man es geschluckt hat. Und das freut mich obwohl am meisten. Das habe ich aber auch gehalten. Das ist die Quintessenz. Aus nur, Bier. Dass das Bier schlucken und dass du es bewerten kannst. Herr Braumeister. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank für dieses Zwischen-Braumeister verzapft. Wir haben wahnsinnig viel gelernt, auch wenn ich. Genau. Und deswegen sage ich vielen Dank fürs Einschalten, Inga. Traunsteiner Hofbräuhaus. Genau. Prost. 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 Prost.